Sie möchten für den Antrag von Frau Harms sprechen. Herr Lucke, ich bin von den Socken. Bitte schön. Herr Präsident, ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie mich selbst erklären lassen, was ich sagen möchte und was ich nicht sagen möchte. Ich halte den Antrag von Frau Harms für sehr richtig. Das Europäische Parlament muss sich dringend damit auseinandersetzen, denn die offizielle Position der EU, ausgedrückt beispielsweise auch durch Herrn Kommissar Dombrovskis in seiner Anhörung, war ja, dass es keinen Grexit geben könne, dass der Euro unwiderruflich sei und es undenkbar sei, dass ein Land aus dem Euro ausscheide. Er hatte sich zunächst anders ausgedrückt, dann hat er das wieder widerrufen, schriftlich, wie er sich ausgedrückt hat. Aber das ist die offizielle Stellungnahme. Und jetzt, wo in der Tat sehr viele Mitglieder von Regierungen, Wissenschaftler dazu raten oder die Möglichkeit zumindest in den Raum stellen, dass ein Grexit stattfindet, müssen wir wissen, wie steht denn die Kommission dazu? Wird sie einen Grexit assistierend begleiten, wenn es nötig ist? Gibt es irgendwelche Vorbereitungen dazu? Oder ist die Kommission der Auffassung, dass der Grexit sowieso nicht möglich ist und dann lässt man Griechenland völlig unkontrolliert aus dem Euro ausscheiden, wenn es dann eines Tages per Unfall passiert? Dankeschön. Herr Lucke, ich war überrascht über diese ungewöhnliche Verbindung. Und ich hatte auch nicht die Absicht zu erklären, was Sie sagen wollen. Ich glaube, selbst wenn ich die Absicht hätte, wäre ich nicht in der Lage zu erklären, was Sie sagen wollen. Das Wort hat jetzt gegen den Antrag Frau Kollegin Zimmer.